Die Feuerwehren Echte und Kahlefeld wurden am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall gerufen. Auf der Ortsumgehung Seebexen waren gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge glücklicherweise nicht frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Der Fahrer eines VW-Transporters musste mit dem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie uns die Polizei mitteilt. Die Unfallursache wird momentan durch die Polizei ermittelt. Den Schaden schätzen die Beamten auf 30.000 Euro. Rund zwei Stunden war die Bundesstraße gesperrt. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.